Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Autobahn-Polizeisimulator. Wir haben hier auf der Minimap noch lauter Fragezeichen und deswegen würde ich sagen, wir arbeiten die gerade mal ab. Ich denke mal, wir haben die Gespräche zwar schon gehört, ich weiß es aber nicht, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach schon auf und wir quatschen einfach nochmal mit denen allen. Mal schauen. Hey, was geht? Aktuelles, nicht wirklich, was passiert? Dann komme ich wohl ein anderes Mal wieder bei dir vorbei. Das ging ja jetzt sehr schnell, würde ich sagen. Wir können auch nochmal mit ihm quatschen. Vielleicht weiß er was Neues. War irgendwas los in letzter Zeit? Ihr zwei seid doch echt verrückt. Was für eine Begrüßung. Du willst doch sicherlich ein paar Details, oder? Ja. Natürlich will ich die. Ich hing hier die ganze Zeit am Funkgerät, während ihr einen ganzen Bus auf voller Fahrt wie zwei echte Filmstars evakuiert habt. Ach, das war doch nichts. Das hätte jeder so gemacht. Er tut nur so gelassen. In Wirklichkeit hatte er ganz schön Muffensausen während der gesamten Aktion. Schließ doch nicht von dir auf andere. Ganz ruhig, Leute. Ich glaube, ihr seid wegen der ganzen Sache noch etwas angespannt. Ich hätte jedenfalls nicht in eure Haut stecken wollen. Und dann ist der Bus auch noch explodiert. Glücklicherweise allerdings ohne Insassen. Das habt ihr wirklich großartig gemacht. Ihr zwei seid echte Helden, wisst ihr das? Du übertreibst. Wir waren einfach nur zur rechten Zeit am rechten Ort. Und wir haben bloß unseren Job gemacht. Apropos, wir sollten dann auch mal wieder. Ja, schön, dass er wenigstens noch was zur vorletzten Folge gesagt hat. Also zu der Mission mit dem Bus, mit der Bombe an Bord. Mal gucken, was Cheffe noch zu sagen hat. Der ja leider einen leichten Hass gegen Tassen hat, was wir festgestellt haben. Haben Sie ja, Neuigkeiten schön. Für uns? Sind Sie eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Oh so je. Ziemlich. Was haben wir denn nun wieder angestellt? Reden Sie etwa von dem... Bus? Natürlich rede ich von dem Bus. Was glauben Sie denn? Alles, woran wir gedacht haben, waren die unschuldigen Menschen in diesem Bus. Wir konnten nicht einfach daneben stehen und nichts tun. Und ich bin sicher, die werden Sie als Helden feiern. Aber ich will keinen Helden auf der Wache. Ich will einen verantwortungsbewussten Kollegen. Ich hoffe, Sie verstehen den Unterschied. Ja, den habe ich deutlich verstanden. Aber das ändert nichts an meiner Meinung. Trotzdem können Sie nicht so verantwortungslos handeln. Wir sind hier weder bei einer Stuntshow noch in einem Hollywood-Film. Weiß ich doch. Das gilt für Sie übrigens auch, Berninger. In letzter Zeit fallen Sie mir ganz schön oft auf. Naja, zum Teil bin ich dafür verantwortlich. Ich ziehe ihn schon mal mit. Dagegen komme ich meistens nicht an. Und wir haben ja auch schon einiges erreicht. Das mag zwar sein, aber irgendwann passiert Ihnen beiden noch mal was. Passen Sie bitte besser auf. Ich will Sie nicht abmahnen. Und ich will vor allem nicht derjenige sein, der Ihre Familien informiert, wenn Ihnen wirklich mal was zustößt. Oh, das kann ich gut verstehen. Entschuldigen Sie, Chef. Ich hoffe, Ihnen ist klar, dass ich es dieses Mal nur durchgehen lasse, weil Sie mehrere Leben gerettet haben. Ruhen Sie sich nicht darauf aus, klar? Und seien Sie um Himmels Willen vorsichtiger. Verstanden, Chef. Will ich doch hoffen. Und jetzt raus mit Ihnen. Ja, wie die auch alle auf den Kinofilm von damals hindeuten. Ich glaube, Speed hieß der mit dem Bus, der auch nicht unter 80 km/h fahren durfte, sonst ist der explodiert. Ja, schöne Anspielung. Gut, wir haben hier noch das Fragezeichen-Symbol, aber ich glaube, das werde ich nicht drücken, weil ich habe dann die Befürchtung, dass wir da wieder die letzte Mission starten. Das habe ich ja schon mal ausprobiert gehabt. Weiß ich nicht, ob das mittlerweile geändert wurde oder nicht. Deswegen, ja, gehen wir jetzt einfach mal raus auf die Straße und werden, ja, ein bisschen auf Streife gehen. Ich würde gerne die ein oder andere Verkehrskontrolle in der Folge erledigen und vielleicht noch den ein oder anderen Unfall aufnehmen und ich spiele wieder die Folge mit Controller, wie man auch eben schon bei den Dialogen gesehen hat. Rechts und links sind wieder keine schwarzen Balken zu sehen, weil ich das Spiel nicht neu gestartet habe. Das heißt, wir haben wieder den Bug, dass ich in der perfekten Auflösung für meinen Monitor spiele. Ein sehr schöner Bug, muss man dazu sagen, gefällt mir sehr gut. Weil auswählen kann man es in den Einstellungen noch nicht, dass ich mit dieser Auflösung spielen kann, aber an ja, alle Einheiten. Ich habe nichts dagegen. Übernehmen?
Wir sind in einem großen Update Version 1.1.0 unterwegs und wir haben immer noch den Bug, dass man im Boden versinkt und einfach durch die Gegend schleudert und nicht mehr steuern kann und dann zurückgesetzt wird. Das ist eigentlich schon wieder der Punkt, wo ich so ein bisschen Lust habe, das Spiel wieder in die Ecke zu schmeißen und aufzuhören. Aber andererseits, ich will dem Spiel eigentlich eine Chance geben, weil es könnte eigentlich so gut sein. Deswegen habe ich ja auch das ganze Let's Play damals durchgezogen, so weit wie es halt ging. Es ging ja nicht alles. Aber es ist halt extrem ärgerlich. Es gibt weitere Informationen. Zwei Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt. Verstanden. Sonst noch was? Derzeit liegen uns keine weiteren Informationen vor. Verstanden. Ich will gerade nochmal das Licht einschalten. Ich glaube, ich habe zwar auch eine Taste dafür, aber ich mache es jetzt einfach mal so. Ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen. Ah, wir sind schon da. Okay, wir sind schon da. Dann machen wir es gerade nochmal anders. Wir stellen das hier noch um. Verkehr ausbremsen. Diese Anzeigebildchen passen halt irgendwie auch nicht alle so hundertprozentig. So. Warnblinker fehlt noch. Ja, das ist alles mit Controller auch ein bisschen anstrengender. So, da haben wir's. Wir sind da. Ich hoffe, ich habe jetzt alles eingeschaltet, weil ich kann ja jetzt wieder nicht mehr einsteigen. Ja, Warnblinker sind an. Hinten diese blauen Blitzleuchten funktionieren anscheinend immer noch nicht. Aber gut, wir werden auf jeden Fall uns jetzt den Unfall mal anschauen. Gucken, ob sich da irgendwas geändert hat. Soweit ich weiß, läuft da jetzt auch Kollege Stefan durch die Gegend. So, wir ziehen auf jeden Fall mal die Warnweste an. Und sichern erstmal ab. Das ist erstmal ganz wichtig. So. Aber ich glaube, helfen tut der Kollege nicht. Ich glaube, der läuft halt einfach dann durch die Gegend. Das einzige Schöne mit Controller ist, man kann diese Aufgabe hier ein bisschen besser lösen, weil, ihr seht's, man kann halt ein bisschen feinfühliger durch die Gegend laufen und dann findet man den grünen Spot gleich viel besser und viel schneller. Er ist natürlich dann schon viel, viel, viel angenehmer. So, die haben auf jeden Fall mal Warnwesten an. Ist, glaube ich, auch neu jetzt, weil vorher war es sehr, sehr selten, dass die Leute da Warnwesten anhatten das bei einem Unfall. Ich mal als Beweisstück mit. Das hatte man sehr, sehr selten, die Situation. Ansonsten, wir haben nur ein Beweisstück. Ja, das ist da auch schon mal eine Verbesserung, weil wir hatten sonst immer alle Beweisstücke da liegen. Also fast alle und manchmal alle. Man wusste also nicht genau, ja, was ist jetzt überhaupt Stand der Dinge. Habe ich nie verstanden, warum immer alle Beweise da waren. Und nicht nur immer der, der eigentlich aktuell mit dem Unfall zu tun hatte. So, ich mache mal gerade ganz schnell nochmal ein Fotochen. So. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Ja, Fotomodus schließen, bevor ich es wieder vergesse. Und dann gehen wir mal an die Befragung ran. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Ganz plötzlich kam hier etwas angeflogen und dann hat es gekracht. Vielleicht ein Spanngurt? Wir haben Hinweise darauf, dass die Ladung eines Fahrzeugs nicht gesichert war. Vermissen Sie etwas? Nicht, dass ich wüsste. Zu irgendjemandem wird es gehören. Das sehen wir uns genauer an. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Wir loben ihn mal, weil er eine Warnweste hat. Gut, dass Sie Ihre Warnweste tragen. So werden Sie von anderen Verkehrsteilnehmern nicht so leicht übersehen. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Ich will erstmal das Gespräch das beenden. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Man weiß halt immer noch nicht, wer welches Fahrzeug gefahren hat. Ich grüße Sie. Was ist hier passiert? Das ging alles so schnell und so plötzlich und es war so laut. Wir haben Hinweise darauf, dass die Ladung eines Fahrzeugs nicht gesichert war. Vermissen Sie etwas? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sind Sie sich wirklich sicher? Ich sag's gern noch einmal. Ich weiß, wie man Ladung richtig sichert. In Ordnung. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Ich hab's Gefühl, es hat nicht wirklich was mit dem Spanngurt zu tun. Habe ich fast das Gefühl. Waren Sie eventuell beim Fahren nicht ganz bei der Sache und unkonzentriert? Abgelenkt? Wie kommen Sie denn darauf? Ich hatte beide Hände am Steuer und war natürlich voll auf die Straße konzentriert.
Und Sie sagen auch ganz bestimmt die Wahrheit? Ich habe alles richtig gemacht. Verstehe. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Ja, wir loben Sie auch wegen der Warnweste. An der Autobahn tragen, wenn schon loben, dann alle beide. Andere Verkehrsteilnehmer. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Vielen Dank. Das war's erstmal. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. Ich habe jetzt lange Zeit kein Autobahn-Polizeisimulator mehr gespielt. Ich weiß, wir hatten irgendwann bei den letzten Folgen hatten wir so ein kleines System raus, wie wir bei diesen Befragungen einigermaßen aufs richtige Ergebnis kommen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie man da genau vorgehen musste. Es gibt noch etwas, das ich ansprechen muss. Dieses System scheint immer noch genauso blöd zu sein wie vorher. Da hat sich anscheinend im Update nichts geändert. Ein großer Ast oder ein Stein vielleicht. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, dass da was auf der Straße gelegen hat. Das passt zum Beweisstück, das wir bereits gefunden haben. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Wie nah war das andere Fahrzeug an Ihnen dran? Hinter mir ist jedenfalls nicht gedrängelt worden. In Ordnung. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Von meiner Seite gibt's sonst nichts. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Ich glaube, wir können den Unfall nicht lösen. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Sind Sie dem anderen Fahrzeug möglicherweise zu dicht aufgefahren? Da war schon ein gewisser Abstand zu meinem Wagen. Verstehe. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Von meiner Seite gibt's sonst nichts. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Können wir nicht lösen. Na gut. Dann machen wir mal die Unfallfotos. Ich gerade mal schauen, wie die Steuerung da mit Controller funktioniert. So, das müssen wir noch fotografieren. Ach, die Skizze müssen wir ja auch noch machen. Die darf ja auch nicht fehlen. Die darf ja auch auf keinen Fall fehlen. Zack, haben wir doch ein schönes Foto gemacht. Gut, Unfallskizze ist Taste Y. Ja, muss ich gerade erstmal suchen. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wie war das nochmal. Gut, wir haben hier die zwei Spuren eingezeichnet. Wir haben hier das Fahrzeug. Aber man sieht hier schon mal keine Fahrzeuglichter mehr auf der Skizze. Das finde ich schon mal ganz praktisch. Das Fahrzeug steht ja irgendwie dahinter. Wurde automatisch vom Spiel gerade übernommen. Finde ich gut. Finde ich gut. Das Wrackteil lag wo genau? Das lag bei dem hier. Okay, also wenn man schon... Man kann die Taste gedrückt halten, sobald man über dieses Gebiet drüber kommt, wird es automatisch einen aus der Hand gerissen und mit eingefügt. Ja, macht es natürlich einfacher. Macht es natürlich einfacher. Gut, dann müssten wir aber auch hier alles erledigt haben. Und wir sind durch mit dem Unfall. Ich will nur gerade mal schauen, kann es sein, dass die Frontblitzer nicht gehen? Also auf dem Boden werden sie angezeigt, aber am Fahrzeug funktionieren sie gerade irgendwie nicht. Nee, da funktionieren sie nicht, aber auf dem Boden werden sie angezeigt. Haben wir wieder einen Bug gefunden. Ja, Unfallaufnahme beenden, weil ich glaube, wir können hier nicht mehr wirklich was rausfinden. Wir haben dazu zwar keine Aussage, aber ich habe einen gerissenen Gurt gefunden. Wahrscheinlich hat das vordere Fahrzeug etwas verloren. Mehr habe ich leider nicht. Das klingt vielversprechend. Die Kollegen werden das noch einmal prüfen. Ja, wir haben kein Geständnis rausgekriegt, aber gut. Da muss ich erstmal wieder reinkommen, wie man genau bei den Befragungen vorgehen muss, damit es am Ende dann auch funktioniert und man auf eine Lösung rauskommt. Ist ja alles so ein bisschen tricky bei dem Spiel, muss man sagen. So, das schalten wir mal aus. Dann schalten wir das Blaulicht auch mal aus. Und den Warnblinker hätte ich gern auch noch aus. Ja, dann fahren wir einfach mal weiter gerade. Okay, der LKW wäre gelb. Oh, da vorne haben wir doch, oder da hinten haben wir doch ehrlich gesagt, oder eher gesagt, ein rotes Fahrzeug. Da, ja, weiß ich nicht, den würde ich gerne rausziehen. Er ist aber arschlangsam unterwegs. Wir stellen uns einfach hier mal auf den Standstreifen. Ich mache dafür mal den Warnblinker an. Und dann warten wir einfach mal. Das müsste der schwarze BMW hier sein, oder? Ja. Genau. So ist doch wunderbar. Dann schalten wir den Warnblinker wieder aus. Wir konnten doch auch irgendwo Geschwindigkeiten messen. Oder da. Nehmen wir einfach mal das. Die fahren immer noch viel zu langsam für eine Autobahn. Viel zu langsam. 65 km/h auf der Autobahn.
Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Fahrzeug anhalten, das war das Symbol vor mir und das andere hinter mir. Gut, dann nehmen wir das. Da signalisieren wir gleich mal, dass wir den stoppen wollen. Unsere Warnweste haben wir noch an, das ist okay. Wir haben jetzt keinen Warnblinker oder so an, aber naja. Hallo. Hallo. Guten Tag. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. BB, das passt. Das Bild müsste auch passen. Krüger Annika passt auch. Sieht alles in Ordnung aus. Perfekt, dann wollen wir mal das Fahrzeug untersuchen. Und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Irgendeinen Grund muss es ja geben, dass das Fahrzeug mir rot angezeigt wurde. 4,55, das ist perfekt. 4,94, auch perfekt, da brauche ich nicht meckern. Dann schauen wir mal in den Kofferraum. Wir haben ja auf jeden Fall schon mal einen Verbandskasten. 3.8.2019, das ist nicht mehr ganz so top aktuell, muss man sagen. Wir haben hier einen Rucksack, warum diese Lupe da gerade platziert war, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich nehme die Flasche auf. Kann ich da irgendwie reingucken? Nee, kann ich anscheinend nicht. Gut, dann kann ich das halt nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Es sieht aus wie eine Flasche Wodka oder sowas in der Art. Genau, steht da Wodka drauf. Irgendeine Tierpfote. Keine Ahnung, was da noch drauf steht. Was haben wir denn hier Schönes? Einen Federball. Da ist aber nichts weiter drin. Und dann haben wir noch eine ganze Packung mit Federbällen. Da kann ich aber auch nicht reingucken. Wäre aber auch mal interessant, ob da irgendwas geschmuggelt wird. Dann haben wir hier noch einen einzelnen Federball rumliegen. Aber da ist auch nichts drin. Was haben wir hier Schönes? Gesunde Ernährung. Seien Sie glücklich wie diese Äpfel. Ja, die sehen wirklich glücklich aus. Die sehen wirklich glücklich aus. Und dann haben wir noch das Warndreieck. Mehr gibt es hier, glaube ich, jetzt nicht. Sehe ich jetzt jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Dann wollen wir die Lichter noch kontrollieren. Ja, da bin ich mit zufrieden. Da haben wir noch die TÜV-Plakette. Oktober 2022 haben wir im Spiel. Das ist quasi ganz aktuell, würde ich mal sagen. Und am 11.2000 bzw. im November 2020 ist die abgelaufen. War das vielleicht der Grund, warum das rot markiert wurde, das Fahrzeug? Ja, das ist doch soweit alles in Ordnung. Außer halt TÜV plus Verbandskasten. So, da bin ich wieder. Wir sind fast fertig. Hat sie einen Eindruck gemacht, als hätte sie irgendwie Drogen genommen? Ich glaube nicht, aber einen Alkoholtest werden wir noch machen. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Wenn es denn sein muss. Weil wir hatten ja die Flasche Wodka im Kofferraum. 1,56 Promille. Glückwunsch. Das ist viel. Unglaublich, dass Sie in diesem Zustand überhaupt noch Auto fahren konnten. Tja, Training ist alles. So, Drogen lassen wir, Kontrolle beenden wir. Und Verhaftung nicht fahrtüchtig, würde ich mal sagen. Dafür werden Sie den Führerschein abgeben müssen. Sie kommen mit uns. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ach ja. Er hat schon ganz schön was verbockt, würde ich sagen. Wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss hätte eine Verhaftung vorgenommen werden müssen. Haben wir gemacht. 712 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Sehr schön. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, die Frau aus dem Verkehr zu ziehen. Auf jeden Fall. Einmal bitte Schnellreise zur Polizeiwache. Dann geben wir die noch ganz schnell ab. Und dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Dann haben wir wenigstens jetzt schon mal Unfälle wieder erlebt seit dem Update und eine Verkehrskontrolle. Dann fehlt jetzt noch Verfolgungsjagden und der Schießstand fehlt noch. Wir haben also noch was für mindestens eine Folge, würde ich sagen. Ja, schauen wir dann einfach mal weiter.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy.